Wir haben in Deutschland den Besuch des Heiligen Vaters erlebt. Und das war für mich eine großartige Sache, ja sozusagen das Highlight dieses Jahres. Und der Papst kam zu uns und hat uns Mut gemacht, die Frage nach Gott in der Gesellschaft lebendig zu halten, sie aktiv einzubringen, das auch gemeinsam zu tun mit den evangelischen Brüdern und Schwestern, um zu sagen, das ist die zentrale Aufgabe. Und dann, wenn wir im Glauben eine Basis gefunden haben und je mehr wir sie gefunden haben, desto stärker können wir dann auch uns in die Gesellschaft einbringen und diese Gesellschaft auch mitgestalten. Dazu hat uns der Papst ermutigt. Mir macht Mut, was ich beim Papstbesuch erlebt habe, dass so viele Menschen begeistert in den Gottesdiensten kamen, begeistert mitgefeiert haben, auch so viele Jugendliche, Jugendvigil. Mir macht Mut, dass wir uns entschlossen haben, in einem Dialogprozess nach vorne zu schauen. Und ich sehe auch den Katholikentag in Mannheim unter dem Leitwort einen neuen Aufbruch wagen als einen solchen Schritt in die Zukunft. Und was mir immer wieder mich beeindruckt und mir Freude macht, ist zu erleben, wie viele Menschen unseren Glauben leben mit einer großen Selbstverständlichkeit, die gar nicht zu denen gehören, die große Reden halten, zu denen, die große Kritik anmelden, sondern die mit einer Selbstverständlichkeit das tun. Und schauen Sie, wenn wir etwa von Deutschland aus über Miseria Adveniat, haben wir das 50-Jährige gefeiert, über Mission, Renovabis, so vielen Menschen in der Welt helfen, dann ist doch das auch ein Zeichen der Glaubensstärke der Katholiken in Deutschland. Das wird bei all dem, was man auch kritisieren kann, wie ich meine, zu oft übersehen. Die Frage ist, ob wir es schaffen, gemeinsam aufzubrechen in die Zukunft, ob der Dialogprozess dazu führt, dass auch die verschiedenen Positionen der Kirche miteinander ins Gespräch kommen. Ich mache mir Sorge, wenn dann von manchen Seiten andere verteufelt werden, wenn die Kirchlichkeit abgesprochen wird und manche Äußerungen von Leuten sind tatsächlich in meinen Augen verletzend und entsprechen nicht dem christlichen Umgang miteinander. Wenn wir christlicher miteinander umgehen, dann werden wir auch viel stärker Zeugnis geben in dieser Welt. Und ich meine, dass dieser Dialogprozess, der Gesprächsprozess dazu entscheidend beitragen kann, stärker den Weg miteinander zu sehen und den anderen als Bereicherung zu entdecken und nicht zuerst als einen Gegner oder einen, der mich angreift. Ich bin froh, wie der Dialogprozess aufgenommen worden ist, wie auch sein Start, der gemeinsame Start in Mannheim war, dass wir mit dem Thema im Heute-Glauben uns ausgetauscht haben und gespürt haben, das sind Menschen zusammen, 300, die gemeinsam den Weg in die Zukunft führen. Das macht Mut und das ist ein guter Anfang. Wir sind auf gutem Wege. Wir werden uns wieder im September treffen zu einem neuen Forum, wo wir dann die Frage der Diakonie ansprechen wollen, des Dienstes der Kirche an den Menschen, an der Gesellschaft. Welchen Beitrag können wir leisten? Wie gehen wir miteinander um? Das ist für mich eine sehr zentrale Frage, die ein gutes Stück nach vorne führt. Natürlich wird auch der Katholikentag in Mannheim sich mit aktuellen Themen beschäftigen, wie die Frage der Ökologie, die Frage der Zukunft der nächsten Generation, ob wir heute zu sehr zulasten der nächsten Generationen leben. Ja, wir werden die Frage stellen nach den Grenzen, vielleicht sogar nach dem Ende des Wachstums. Und wir sollen als Kirche den Mut haben, auf entscheidende Dinge hinzuweisen. Wir werden auch über die Fragen sprechen, die mit der ganzen Finanzmarktkrise zusammenhängen. Denn der Katholikentag ist eine Zeitansage mit in dieser Welt, aber immer im Blick, was sagt das Evangelium dazu? Wie können wir vom Evangelium her das deuten? Und ich glaube, wir haben als Christen, als Katholiken, der Welt eine Botschaft zu bringen, auf die sie entscheidend wartet.